Mit Volldampf stieg der FC Luzern auch gleich ins Spiel. Ferreira mit einem Pass à la Jakin und Paiva wie ein Weltfußballer des Jahres. 1:0 für Luzern in der zweiten Minute. Was für ein Anfang, was für ein Jubel und vor allem was für ein Tor. Paiva, Weltklasse. Ich bleibe dabei. João Paiva, die portugiesische Sturmspitze. Die Luzerner versuchten nachzudoppeln. Seoane kam hier nur ganz knapp zu spät. Jakins Eckball ganz gefährlich. Doch auch die Berner Young Boys versuchten resolut vorwärts zu spielen. Jappi rutschte hier beim Torschuss leicht, aber entscheidend aus. Freistoß Degen. Gesal, 1:1, 22. Minute. Ein ebenso wunderschönes, bejubelnswertes Tor, auch auf dieser Seite. Schön bogen die Fluglinie des Balles und Verteidiger Gesal gewann die Massenhochsprungkonkurrenz vor dem Tor. Mit einem Regazzoni, der sich hier gleich selbst herrlich in Abschlussposition brachte. Zibung klärte zum Eckball, der nichts einbrachte, aber Ibe erspielte sich weitere Chancen. Hier mit Degen. Schneuli, Degen und das 2:1 in der 36. Minute. In der Wiederholung sieht man, dass Verteidiger Veskovac den an sich missglückten Doppelpass unfreiwillig korrigiert. Nicht die designierten Stars hatten bisher die Geschichte dieser Begegnung geschrieben, sondern andere. Dumbia hätte dies aber zu Beginn der zweiten Halbzeit fast geändert. Zibung aber verwehrte ihm dies. Kein Offside, sondern ein gut getimter, schöner Pass von Sutter auf Dumbia. Dumbia wenig später im Strafraum. Zibung, Dumbia glitt aus und Schiedsrichter Bertolini pfiff einen Elfmeter. Tatsächlich, doch es war gar kein Foulspiel. Dumbia hatte sich selbst verstolpert. Aber einer der Assistenten teilte dem Schiri offenbar seine Beobachtungen mit. Kein Elfmeter, dafür Schwalbe Dumbia, gleich gelb. Plus die gelbe von vorhin, gleich Platzverweis. Ja, jetzt war Dumbia der Geprellte. Er fiel hin, aber doch nicht absichtlich, versuchte er dem Schiedsrichterassistenten hier zu vermitteln. Und tatsächlich, beim Betrachten der Szene, könnte man tatsächlich auch dieser Meinung sein. Es half nichts. Ibe über 25 Minuten lang nur noch zu zehnt. Doch die Luzerner bekundeten etwelche Mühe, sich trotz Überzahl Torchancen zu kreieren. Lustenberger hatte hier eine. Die Schlussphase. Jakin zu Zverotic. Doch der fand den Weg zum Tor auch nicht. Luzern mit allen Mann im Angriff und dies führte schließlich dazu, Jappi allein in Emmenbrücke. Doch auch er nutzte seine Chance nicht. Und das war vielleicht noch verhängnisvoll, denn Luzern hatte allerletzte Chancen. Doch schließlich packte Wölfli den Ball und die drei Punkte. Ein bisschen Ärger aber blieb. Ibe war bei der umstrittenen Szene zwar der Verlierer, ging aber dennoch als Sieger vom Platz.